Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark und der Challenge 500 und der Challenge Bücher und der Challenge, wir bringen alles auf Level 5 und der Challenge, wir kartografieren bis der Arzt kommt und der Challenge, was weiß ich denn nicht noch alles. Ja, diese Challenge, diese kleine Challenge, die machen wir und stecken jetzt das weg, weil wir das nicht brauchen und jetzt werden wir mal gucken. Wir haben doch sicher hier noch einen Pott. Ja. Hier, den legen wir mal ab. Und die Dose legen wir auch mal ab. Weil, because. Die können wir mal prima hier draufstellen. Die Sachen. So. Und jetzt werden wir mal hier uns ein bisschen anheizen. Ich nehme einfach Streichhölzer. Das ist. Mein Gott. Wie, kein Buch? Nein, kein Buch. Feuer machen. Kein Buch? Echt nicht? Ein Buch, da geht viel besser aus. 80%. 80%. Im Stock hast du nur 60. 80%. Ein Buch, Mensch. Opa, sei nicht blöd. Nein, wir nehmen kein Buch. Mensch, hör doch mal auf mich. So, was haben wir denn hier? 2 Stunden haben wir schon mal. Kleine Kohle hinterher haben wir schon mal. 3 Stunden. So, dann können wir hier schon mal ganz gemütlich Wasser kochen. Weil wir ja jede Menge Tee und so ein Kaffeezeug machen noch und dann kannst du das schon mal hier garen. Hier, da gar schon mal den Kaffee. Und hier auch, hier Kaffee. Und hier garst du mal. Oh, ja, garst du das einfach mal so. Leg das einfach drauf. Die 15 Minuten. Passt schon. Wird schon. Und hier machst du jetzt hier zack die Dose auf. Und dann gibt es schnell Levelpunkte in allen Belangen. 14 Minuten, 9 Minuten, 8 Minuten. Dann schieben wir den mal durch hier. Zack. Den Kaffee nehmen wir auch mit. Und dann machen wir hier Kaffee. Machen wir mal Kaffee, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dann machen wir hier mal, so eine Dose. Gute Idee. Opa, das ist eine gute Idee. Das machen wir. So, aufwärmen 14 Minuten. Das hat noch, das ist noch alles gut. Hier, fertig machen. Danke, Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. So, und hier garen. Und schon sind wir beim Tee angekommen. Und hier garen. Schon sind wir bei der Pfirsiche angekommen. Jawohl. Muss ich was essen? Muss ich was trinken? Ich will meinen Bonus nicht wieder verlieren. Oh Gott. Pass bloß auf, Opa. Mach keinen Scheiß. Das essen wir jetzt gleich. Essen. Mmh. Lecker. Frische Spitzenpfirsiche. Die sind fertig. Der Tee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. 1 Stunde 57. Das braucht noch 1 Stunde. Wunderbar. Oh, dann können wir hier weitermachen. Mit der Tee hier garen. Was? Nein, nein. Ah ja. Genau. Ich hab, ist auch egal. Ich weiß nicht, ob ich erst den oberen oder den unteren gemacht hatte. Auf jeden Fall machen wir nochmal 4 Liter Wasser hier, bitteschön. Fertig. Fertig. Und nochmal, weil es so schön war. Wir haben kein Wasser mehr? Echt jetzt? Ja, da hinten ist Wasser. Irgendwo, da hinten im Kühlschrank. Doch, dann warten wir halt einen Augenblick. Warum? Wir haben noch Lampe. Opa, du, sei doch nicht geizig. Opa, sei nicht geizig. Opa, sei nicht feige, lass mich auf dem Baum. So. Ah, hier, 3 Liter, zack, ja mit. Alles umgelagert. Das gönne ich dir. Jetzt macht er wieder aus. Der ist ja doch geizig. Opa, du bist ja doch geizig. Nein, nicht F. Ah, musst du drücken. Ah, dieses H-Dings. Da. So. Jetzt hier garen. Hier wieder. Da, zack. Und hier. Garen hier. Das. Zack. Ah, guck mal. So. Tee fertig. Tee fertig. Da ist ja immer noch Tee drin. Ich glaube, ich hatte doch aus dem anderen erst genommen. Garen.
Dann machen wir mal das Wasser, Trinkwasser. Zack. Das ist auch fertig. Das ist auch fertig. Das ist auch fertig. Dann nehmen wir das wieder mit. Und die Recycling-Dose nehmen wir auch wieder mit. Was haben wir hier noch? 57 Minuten. So, dann hauen wir hier noch mal ein bisschen was rein. Was haben wir denn hier? 9 Stöcke. Zedern? Ach, nehmen wir mal einen Zedernast. So, und jetzt nehmen wir hier noch Fackeln raus. Wieso nimmst du den Fackeln raus? Ich denke, du machst den Trick nicht. Das habe ich doch letztes Mal schon erklärt, Mensch. Sei doch nicht blöd. So. Da war ich nicht dabei, habe ich nicht geguckt. Dann guck's halt noch. Ist doch wahr. Immer diese Zuschauertypen. Immer müssen sie irgendwelche Fragen stellen. Ist doch wahr. Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns aus dem Weg gehen, wenn ich nichts brauche. Ich will nicht Tiere schießen müssen, bloß weil die mir im Weg stehen, weil ich daher will. Was? Ja, weil ich dann da durch will und dann kann ich die schön mit der Fackel und dann kann ich die an mir vorbeileiten und dann ist gut. Das war aber mal eine schlechte Fackel. So, hier, Fackel. Fackel, Fackel. Kauf dir einen Dackel. So, vorletzte. Komm her. Letzte. Die war auch nicht toll. Weg damit. Oh, die Taschenlampe muss auch wieder raus. Die stört mich. Da muss ich ja immer noch einmal mehr drücken, verdammt. Was soll denn das? So, das haben wir schon mal. Ach, wir haben die ganzen anderen Tees gar nicht gemacht, ne? Fällt mir gerade so ein. Nur mal so. Nur mal so zwischendurch. Fällt mir da gerade ein. 6 Liter Wasser. Ja, hier, auch mal. 3,5 Liter rüber. So. Und dann kannst du hier mal Kaffees reintun. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee. Und Tee, 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 Tee. Und die haben wir nicht gekocht. Na super, Opa. Du bist ja echt ein Held. Da wollen wir mal festhalten. Hier, die ganzen Tees haben wir nicht gemacht. Hier. So viel haben wir ja gar nicht. Da haben wir ja nur ein paar von den Dingern. Das ist ja egal dann. So, und hier haben wir den Essenskühlschrank. Dann tun wir dich wieder da rein. Weil wir dich ja nicht gekocht haben. Ne? Wir sind ja auch klug. Und das hat 90%, da tun wir auch wieder rein und das essen wir. Und den Tee, da haben wir noch 3. Die tun wir auch wieder rein. Der Kaffee ist komplett weg. Ja, dann haben wir 5 so Stängelchen, ein bisschen Wasser. Und ich weiß, wir gehen jetzt nach oben. Wir sind immer noch nicht müde, aber wir gehen jetzt nach oben. Und dann schlafen wir eben so halt, wie wir können und fertig. Und dann gucken wir mal, dann lesen wir vielleicht noch ein bisschen was oder so morgen früh. Und dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Ja, sicher. Ja, ich weiß, aber mach dir keine Sorgen. Du kriegst gleich den hier, den will ich auch noch kaputt kloppen. Der steht hier sowas von im Weg rum, ne? Also unglaublich. Wie kann man so ein Studio hinstellen? Gibt gar nicht. Geht gar nicht sowas. So, Licht aus. Rum. Spot an. Ja. So, jetzt geht's. Guck mal, da haben wir ein paar Fackeln, das ist schon mal gut. Die 23 und so, die waren nicht so toll. Ab hier wird es interessant, ab 30. Also 3 richtig miese haben wir gemacht. Naja, was soll's. Hier, hau dir die rein, hier. Da, bitteschön. Ach, die ziehen auch nochmal Wasser, ja. Aber ja, hier trinken. Trinken gut. So, und jetzt schlafen wir, was das Zeug hält. Da ist das Bett. Ich stelle das mal auf 10 Stunden, kommen wir eh nicht hin. Das sind höchstens 5-6 Stunden, die wir jetzt hier schlafen können. Ich glaube, dann sind wir durch mit Schlafen schon für heute. Da, wir sind komplett aufgewacht. Ist das nicht schön? Nicht nur so ein bisschen, nee, wir sind komplett aufgewacht. Und es ist immer noch Mond. Na, siehst du wohl. Und wir haben immer noch Verstauungsrisiko. Und wir haben immer noch nicht die 5 Kilo. Ja, ja. Was haben wir denn überhaupt? 35 Kilo, guck mal, damit 5 Kilo wären wir gut dabei. Naja, egal. So, ach so, wir trinken jetzt wieder was. Genau, hier, trink. Trink, mein Freund. Trink. So, jetzt können wir noch gar nichts machen. Am besten, wir warten mal noch eine Stunde. Ich glaube, wir können noch gar nicht lesen. Vielleicht jetzt. Ich glaube es nicht.
Ich glaube es nicht, aber wir versuchen es. Was lesen wir denn? Ja, den hier. Ja, die Wildnisküche, natürlich. Haben wir auch schon gelesen. Ne, ist noch zu dunkel. Ist noch zu dunkel. Warten wir noch eine Stunde. So. Ja, jetzt ist hell genug. Dann können wir den restlichen 2 Stunden lesen. Nein, hier muss ich ihn drücken. Da, hier, zack. Dann haben wir nämlich auch durch. Forschung. So muss es sein. Zack, Wildnisküche gelesen. Nichts verstanden. Aber Kochen auf Level 2 gebracht. Sehr schön. So, dann können wir das Buch nämlich... können wir das Buch nämlich wegtun. Und wir wollten doch noch die Pistole sauber machen. Oder meine ich das nur? Oder rede ich hier nur dummes Zeug oder was? Hier, Wildnisküche. Rein mit dir. Da haben wir jetzt 6 Stück von. Ja. Die Pistole hat 39%. Wir wollten die sauber machen. Und die Taschenlampe wollte ich wegtun. Hier gibt es keine Dingens. Nachts vielleicht mal, aber nachts liegt der Opa im Bett und schläft. Gell? So, weg mit dir. Du dummes Ding. So, jetzt Pistole. Her mit dir. Da fehlt... da ist ein Schuss raus. Reinigen. Machen wir sauber ein bisschen. Wir werden sowieso noch mehr finden. Ich kenne das doch. Aber trotzdem, so 50% sollte sie ruhig schon mal haben. Oder ein bisschen mehr. Damit wir wenigstens... Ne, wenn wir müssen... Das ist so ein Bär oder so. Das ist sowieso nicht drin mit so einem Ding. Ne? Also, ich weiß auch, wie die ganz neu waren. Die Pistolen, da war ich unten an der Garage. An einer langen Kurve, ihr wisst wo. Und da kam der Bär, da habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich ja den Bär damit schießen. Das ist ja eine super Idee. Und da war gar keine super Idee, weil das nehme ich gar nicht hin. So, jetzt bringen wir das Ding nach oben. Das reicht, das ist 60%. Jetzt soll erstmal genügen. Das Putzset bringe ich jetzt weg. Hier, bitteschön. Kannst du mal hier das Putzset einlagern? Mache ich. Bitteschön, dankeschön. Dann muss ich nachladen, dann muss ich mal gucken. Nicht, dass mir da eine Hülse rausfällt. Er wäre doch ganz gut zum Nachladen. Er wäre doch mal eine super Sache. Ich habe geschossen, da tatsächlich. Irgendwo habe ich geschossen. Ja, genau. So, na jetzt essen wir noch was und trinken noch was und dann gehen wir aber endlich los hier. Mein Gott, ich kriege ja schon wirklich Lagerkoller hier. Kann ja auch nicht wahr sein. Hier essen. Und hier trinken. Und ich sollte noch einen halben Liter Wasser mitnehmen. Das habe ich nur noch einen Liter, wenn ich unterwegs bin. Das ist ein bisschen wenig. So, dann machen wir das auch. Gucken wir mal ein bisschen Wasser hier raus. Danke. Lagern wir mal um. So, dann gucken wir mal hier. Wir müssten hier eigentlich auch noch ein paar von den Dosen mittlerweile haben. Hier, sag ich doch. So, hier. Zack. Und zack. So, wunderbar. Die Lampe haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Die Lampe haben wir an. Wir haben die Lampe an. Hurra. Und wieder 13 Minuten um. Und wieder nichts gemacht. Immer noch im Haus gewesen. Und jetzt ist es wahrscheinlich mörderisch kalt. Oder? Und der Bär. Nein. Was sagst du denn? 0 Grad. Naja, guck. Das sind ja... ich denke, das ist ein Auto. Das ist der Bär. Ich werde beklopft. Okay. Ich wollte eh noch nicht zum Auto. Ich wollte eh erst hier in die Richtung. Ist mir nur gerade nicht eingefallen. Aber... Und hier ist noch Holz und so. Kommt alles später. Lass uns mal einmal malen hier, wenn wir schon mal hier rumstehen. Ich glaube, wir haben hier noch nicht gemalt, ne? Ja, doch ein bisschen. Ach, da oben haben wir gemalt. Guck mal, jetzt haben wir nochmal gemalt. Ja, wir sind ja auch fleißige Maler, ne? Wollt ihr fleißige Handwerker sehen? Da müsst ihr bei den Opa gehen. So ist das nämlich im Leben.
Da geht immer mal was daneben. Guck mal, ich bin schon wieder 3 Viertel nur noch wach. Ich habe ein Viertel habe ich vertüdelt angekrabbt. Und dann kommt der Bär und ich denke, dann ist das Auto, geh mal zum Auto. Auf einmal sehe ich, dass das Auto fährt. Ich denke, oh, das fährt gar nicht. Das holpert ja rauf und runter, das ist gar kein Auto. Das ist irgendwas anderes. Das muss was anderes. So. Wölfe, Wölfe, überall Wölfe. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar von den Stängels finden. Finden wir eigentlich ja immer, ne? Gerade hier on this map. Und dann machen wir uns nachher mal die Fackel an. Weil da kommt ja dann das Wolftier da hinten, da am Ende von diesem Long Way hier. Kommt das Wolfstier und dann sollten wir schon die Fackel anhaben. Weil noch wollen wir keinen Wolf schießen. Naja, nein, noch nicht. Noch nicht. Ja, ich muss ja sagen, ich bin übrigens mittlerweile wieder total ungeübt mit dem Bogen, ne? Ich habe bei dem anderen privaten Spielstand, den ich gerade nicht zeige, diesem Vegan-Spielstand, da war ein Wolf, der wollte mich nicht, der wollte mich nicht vorbeilassen. Und ich wollte aber daher und da habe ich gedacht, ja, jetzt, ich hatte auch keine Fackel, ich denke, schießen ab und fertig. Und da hole ich den Bogen raus, da bin ich fast draufgegangen, ne? Vorher über 20 Wölfe einfach durchgelassen mit einem Stein und mit einer Fackel. Das ist ja ganz easy, hab da ja gesehen, habe ich ja gezeigt. Und dann ich hatte keine Fackel, ich denke, ach, dann schießen ab, fertig, hast du ja schon einen Bogen. Und dann, ich schieße und kann gar nicht mehr schießen mit dem Bogen. Da habe ich falsche Taste gedrückt, ich denke, was ist denn hier los? Der kommt auf mich zu und ich ziel gar nicht, ich spanne den Bogen gar nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich denke, ach du Scheiße. Und dann war er schon da und dann habe ich mein Messer und dann... Ne, aber trotzdem, er hat mir ganz schön die Klamotten zerrissen und. Also, echt zu dumm zum zum. Der Opa ist zu dumm zum zum. Dumm zu dumm zum zum. So, wieder Zeit, dass wir rausgehen. Ja, aber schon Lagerkoller gekriegt. Wirklich Lagerkoller gekriegt, da im Bauernhaus. Dauert ja ewig, bis man da mal... Ne, ist ja so. Macht auch mal was. So, jetzt hier holen wir mal hier die Fackel raus, die kleinste. Ja, mach an das Ding. Ja, mal gucken. Windig ist es ja wohl nicht. Nö. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann schauen wir mal, ob der hier rumlungert, der Bursche. Das ist auch oben ans Kelters Abhang auch eine feine Sache. Da brauche ich die dann auch nicht schießen und auch nicht da rumschleichen und gucken, dass die mich ja in Ruhe lassen. Und dann machen wir das ganz elegant. Das machen alle, wenn man sich das so einfach macht. Mein Gott. Das wird auch so noch spannend genug irgendwann. Na, wenn ich dann sage, jetzt gehen wir doch mal ein Jagen. Ja, dann machen wir das natürlich nicht. Ne? Das ist ja wohl klar, ne? Das wäre ja dann, das ist ja dann kein Jagen mehr, das ist ja dann ein Abschlachten, wenn er das so macht. Hat mit Jagen ja nichts zu tun, weil die bleiben ja an der Fackel stehen. Da, wo die Fackel ist, entsteht für den Wolf eine Wand. Eine unsichtbare, eine Alpha-Wand, die er nicht durch kann. Und das ist übrigens mit Feuern genau dasselbe. Und dann bleibt er da stehen, ja, und dann kannst du dir eine Knarre nehmen, kannst du einfach abschließen. Ne? Ich habe letztens sogar einen gesehen, der gerade hat sogar mit dem Bär geklappt. Der hat die Fackel dahin geschmissen und der Bär ist genau hinter der Fackel stehen geblieben und dann hat er seine Waffe rausgeholt und hat einfach den Bären abgeschossen. Und da muss ich sagen, das fand ich ja nicht so schön. Da war ja kein fairer Kampf, nicht. Nee, hier, so anmachen. Fackel an Fackel natürlich. So. Ist aus? Ja. Dann können wir den mitnehmen, da haben wir wieder einen Stock. Das rechnet sich. So, ich glaube, langsam kann ich die Dinger schon wieder liegen lassen, oder? Ach, hier, die nehmen wir noch mit. So, die lassen wir aber schon liegen hier. Wir wissen ja, wo sie sind. Die kann man ja jederzeit einfach wieder einsammeln. Oder man nimmt eine alte Zeitung oder einen Stock oder was auch immer. Nee, die nicht. Die müssen wir aber mitnehmen. Also jetzt hier, ne? Keine falschen Fehler machen.
guck mal, wie viele hier sind, ne? Unglaublich. 100.000. Schon wieder falsch. Was ist denn los? Da kommt die alte Rechts-Links-Schwäche durch, wa? Bei Maus drücken. Ich bin immer noch nicht fit, Leute. Ach, was soll ich euch sagen, ey? Ich schlepp das schon so lange mit mir rum. Die Bronchien sind so zu. Ihr glaubt es kaum. Ihr glaubt es nicht. Ich sage es euch, aber ihr glaubt es nicht. Aber wenn ich es euch doch sage, aber ihr glaubt es nicht. So, hier, dann nehmen wir den auch noch mit hier. Komm, hier, zack. Lass uns mal hier. Oh, jetzt muss ich aber die Fackel wechseln. Gut. Sonst kommt der böse, böse Wolf und dann habe ich keine Fackel auf einmal hier. Mach mal an hier, das Ding. Danke. Ja, wohl, sammeln. Da kriegt man den Stock wieder. Damit kann man wieder eine neue Fackel machen. Das ist Recycling 100%. Das ist schon sehr cool. Hast 30 Stöcke, machst 30 Fackeln. Und wenn du die 30 Fackeln abgebrannt hast, hast du wieder 30 Stöcke. Schon schön. Aber trotzdem sammle ich Stöcke. Ich sammle einfach gerne Stöcke. Stöckchen, Stöckchen. Die gehören dazu. Oh, Holz. Haben wir hier noch was? Noch mehr Holz. Ach komm ey, was soll ich mit dem ganzen Holz? Komm hier. Kann ich ja irgendwo anders wieder hinlegen. Ist ja egal. Frisst ja kein Brot. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal hier hochgehen. Und dann gucken wir mal in die Höhle. Und, aber erst geht das Abhang, oder? Oder gehen wir direkt in die Höhle? Weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn wissen? Ich bin doch hier nur der hier, der die Tasten bedient. So. La 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 la. So, schauen wir mal hier. Was ist da los? Hey, was machst du da? Ich raus da, meine Hüte. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich wollte doch da hoch. Bin ich irgendwie falsch gelaufen? Egal, dann nehmen wir es hin. Spielt doch gar keine Rolle. Spielt doch keine Rolle. Sagte meine Frau. So, und schon sind wir wieder soweit. Weil das so kleine Fackeln sind halt. Die haben wenig Laufzeit, die Fackeln, die ersten. Wenn du die automatisch ziehst, dann nimmt er immer die größten zuerst. Das hat Vor- und Nachteile, weil er nimmt natürlich auch die 100% Fackel dann als erstes und das ist dann nicht so schön. So, mitnehmen, danke. Und dann können wir mal hier, was sagt denn hier unser 8 Grad? Ach Gott, wir sind ja so praktisch luxuriös eingepackt. Ich glaube, ich kann hier auch ausgehen lassen. Hier ist eh kein Wolf. Hier ist eh nichts hier bei der Hütte. Außer manchmal Sturm, aber sonst ist hier nix. Ein Reh. Ich weiß nicht, war hier mal ein Bär? Ne, auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Kann ich einfach ausgehen lassen gleich. Und dann ist es dunkel in der Hütte, da mache ich wieder eine an. Aber ich habe ja eine Lampe. Ach Gott, ja. Und Lampenöl machen wir ja ohne Ende, wenn wir angeln gehen. Ohne Ende, praktisch. Also praktisch endlos. Also ohne Ende dann. Ja, hier oben ist das Geld, das Abhang. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch genau. Hier geht doch auch irgendwo das Seil hoch. Oh, Kaninchen. Na, ihr kleinen Süßen. Mein Gott, so viele hier. Guck mal. Da gibt es übrigens ein Achievement für Fallen. Mit Kaninchen mit Fallen fangen. Habe ich auch noch nicht. Nur mal so am Rande erwähnt. Naja. Das ist toll, wenn man ein Achievement macht und kann damit gleich alle anderen mitmachen. Weil das so lang ist. Praktisch, praktisch. Sagte ich zu ihr. Ja. So, ihr Lieben, wir haben schon wieder, ne, 25 Minuten. Und es ist nichts passiert. Das sieht aus, als wäre da eine Lücke drin. Ist aber nicht. So, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und dann sammeln wir hier beim nächsten Mal weiter und dann gehen wir in die Hütte rein und gucken mal, was da so los ist und dann gehen wir aber doch da hoch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Jetzt geht die Fackel aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Emi.
Tschüss.